Trainer, am Samstag gegen Unterhaching lange Zeit geführt, dann in Unterzahl noch zwei Gegentore kassieren müssen. Unterhaching war zuvor und ist weiterhin ungeschlagen. Trotzdem hat sich sicherlich einiges am Spiel deiner Mannschaft gestört am Samstag. Ja, natürlich. Vor allem sind wir sehr, sehr enttäuscht, dass wir das Spiel nicht für uns entscheiden konnten. Es gibt eben jetzt im Moment Kleinigkeiten im Fußball, die entscheidend sind und die jetzt in der Liga gegen uns entschieden wurden, beziehungsweise auch nicht unbedingt für uns gelaufen sind. Ja, und im Pokal hat man genau die andere Seite gesehen. Da sind eben viele Dinge für uns gelaufen. Da waren wir auch sehr, sehr intensiv drin im Spiel und so weiter. Wir müssen schauen, dass wir uns weiterfinden, dass wir uns nach vorne entwickeln, ja, dass wir natürlich auch unser Spiel wieder verbessern. Jetzt kommt auch der eine oder andere wieder zurück, gerade Beppo Rovca, der uns letzte Woche krank hat, bedingt gefehlt hat. Das sind eben auch so kleine Sachen, die uns ein bisschen zurückwerfen. Scheffel mit seinem angeschlagenen Fuß, ja, der einfach auch nicht auf 100% kommt im Moment. Und da müssen wir eben schauen, dass wir schnellstmöglich in die Spur kommen. Du hast jetzt schon mehrfach die Personalsituation angesprochen. Beppo, sagst du, kommt zurück. Dafür werden aber einige Spieler wohl auch am Samstag fehlen können. Wie sieht es auf der personellen Seite aus? Ja, natürlich ist ein bisschen was passiert am Wochenende. Ich meine, wir haben mit der gelb-roten Karte für Kofi, die absolut nicht berechtigt war, aber eben so entschieden worden ist, das muss man akzeptieren. Fehlt uns ein Spieler, dann natürlich mit Moritz Kuhn, der eine Schulter-Ecklenksprengung hat, wird uns jetzt ausfallen die nächsten 3 Wochen auf jeden Fall. Wir hoffen, dass er auch schnellstmöglich zurückkommt. Dann haben wir so ein paar Krankheitsgeschichten, die wir jetzt auch seit 2, 3 Wochen immer wieder mitschleppen. Jetzt hat es Marc Wachs grippal ein bisschen erwischt. Hoffen wir auch, dass es bis Samstag noch wird, aber da müssen wir eben schauen. Und wir haben trotzdem einen schlagkräftigen Kader, wir haben immer noch genug Spieler und jetzt heißt es eben dann auch wieder, die Formation zu verändern. Ja, das müssen wir nun mal leider Gottes tun. Das, was wir sehr, sehr ungern eigentlich tun, vor allem wenn es gut läuft, wird man gerne die Mannschaft auch wieder spielen lassen, dass auch eine gewisse Eingespieltheit reinkommt. Aber so müssen wir jetzt eben da durch und müssen uns da dann eben wieder neu finden am Samstag. Samstag ist das Stichwort, da geht es zu den Würzburger Kickers, vor einigen Wochen noch mit 0 Punkten das Tabellenende geziert. Mittlerweile sind sie aus den Abstiegsrängen da mal komplett raus und haben am Samstag eindrucksvoll bei Hansa Rostock gewonnen. Welchen Eindruck hast du von der Mannschaft? Ja, natürlich haben sie jetzt 2 sehr, sehr gute Spiele gemacht. Ja. Auch die ersten Spiele waren nicht schlecht. Ja. Wenn ich dran denke, was sie in Osnabrück ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben und sehr, sehr ärgerlich verloren haben. Jetzt sind sie in die Spur reingekommen. Da wollen wir auch rein. Das heißt, für uns jetzt natürlich am Samstag voll dagegen halten. Ist keine einfache Aufgabe in Würzburg. Aber wir wissen auch, wie wir in Würzburg gewinnen können. Das haben wir letztes Jahr gezeigt. Für uns ist wichtig, dass wir jetzt wirklich eine Stabilität reinkriegen. Defensiv sehr, sehr kompakt. Alle gut gegen den Ball arbeiten. Höchste Laufbereitschaft an den Tag legen. Ja, über die Basics kommen und dann den Gegner eben zermürben. 4 Punkte nach 6 Spieltagen ist sicherlich nicht das, was du oder sonst jemand nach 5 Spieltagen, dir vorgestellt hast. Worauf kommt es jetzt in dieser Situation am ehesten an? Ja, Fußball ist leider Gottes immer so, dass es immer wieder mal ein Auf und Ab gibt. Ja, jetzt haben wir mal gerade im Moment eine Schwächephase. Ja, aus der müssen wir schnellstmöglich raus. Ja, wir sind trotzdem erst bei 5 Spieltagen. Da ist noch nicht viel passiert. Es heißt einfach in die Spur reinfinden. Ja, die Liga muss sich selber noch finden. Das merkt man, wenn man die Tabelle anschaut. Es ist sehr, sehr eng beieinander. Es sind ganz, ganz enge Spiele, die sowohl in diese Richtung als auch in diese Richtung kippen können. Wir hatten genauso viele enge Spiele, wenn ich an das Rostock-Spiel denke. Ja, oder eben auch jetzt an das Haching-Spiel. Wer weiß, was passiert wäre, wenn wir keine gelb-rote Karte gekriegt hätten und. Ja, ist alles Vergangenheit. Wichtig ist, sich jetzt auf die neuen Spiele zu konzentrieren. Ja, die Liga versuchen eben anzugehen und da eben seine Punkte zu sammeln und hoffen, dass irgendwann mal das Quäntchen wieder auf unsere Seite fällt und dass wir eben wieder in unsere Spur finden. Vor allem müssen wir an unserer Leistung arbeiten. Danke. Bitteschön.